Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon A New Beginning. Ich mache mich gerade schnurstracks auf den Weg zum Tierfest, denn ich würde gerne mit Kibo am Jagdfestival teilnehmen. Ja, Kibo, große Auswahl haben wir ja nicht. Und dann bei der Beginnerklasse bitte. Ja, natürlich. Ich denke mal, unsere Siegeschancen sind ganz okay. Schauen wir mal. Oh, die Plätze, die füllen sich langsam. Sehr schön. So, lass uns das Jagdfestival beginnen und die vier Teilnehmer begrüßen. Als erstes von der Tempo Farm haben wir Anne und Bulbo. Hallo. Dann Mortensen und Zui von der Arcus Farm. Dann wir und Kibo von der Peachy Farm. Und zu guter Letzt Jean und Ruth von der Sereno Farm. Okay, nun will er wieder Neil vorstellen. Kennen wir ja schon. Ich bin Neil. Ich bewerte sehr streng. Also solltet ihr... so better brace yourself. Oh, wir sollen uns also lieber in Acht nehmen. Er ist sehr streng. Na, gucken wir mal. Dann lassen wir das Richten beginnen. Und jetzt gibt es die Ergebnisse. Ich denke mal, wir haben gute Chancen, aber... ja, zu 100% sind sie leider nicht und wir haben auch leider nicht gewonnen. So, zweiter Platz sind wir und Kibo und dann geht's mit Bulbo und Root weiter. Gut, zweiter Platz ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, nur leider hätte ich gerne den ersten Platz gehabt. Starter Recipes, Chicken, eine Hühnerstatue, na gut. Und Leckerli, Schafleckerli, ich weiß ja nicht. Puh, will ich eh nicht. Naja, dann das nächste Mal Kibo, dann klappt's bestimmt. Eines Tages. Ich quatsch trotzdem mal ganz schnell mit allen. Ich glaube, jetzt sind die Kinder vollständig, weil das sieht auch so schon viel sinnvoller aus. Jetzt ist nämlich auch die kleine Hina da. Und Hina ist so süß. Die ist echt knuffig. So, die jungen Damen. Hallo, Tina. Ja, ich weiß, ich habe leider nicht gewonnen. Das nächste Mal, okay? Ich guck mal, wann das nächste Fest ist. Wir haben ja schließlich Frühling. Da wird noch einiges das Jahr kommen. So, oh, Hassan. Jetzt hat Clement endlich jemand zum Reden. Jetzt steht er auch nicht mal ganz so alleine da. Oh, das Quartett ist also vollständig. Der älteren oder mittelalten Damen. Ich würde nicht sagen älteren, aber... der Damen. Das Damenquartett. Ich glaube, zu Juri wird sich auch noch jemand gesellen. Die steht da so alleine. Die Herren, die sehen eigentlich auch schon vollständig aus. Oh, schon zweimal ein grünes Herz. Sehr schön. Ach, Barrot. Den kriegen wir auch noch rum. Der wird uns auch noch grün mögen. Ah, Klaus und Charles. Interessant. Na, Pilot und Arzt sind natürlich beides sehr ehrwerte Berufe. Die denken jetzt, sie sind beide die Geisten und verdienen sich. Aber ich denke mal, hier wird noch jemand dazukommen. Ich denke mal, noch zwei weitere werden hier am Ende stehen. Das sieht so aus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehe ich mal davon aus, dass wir noch einige hinzuziehen werden. Gut. Haben wir das geschafft? Die Frage ist, wie es weitergeht. Ich habe auch ein bisschen aufgeräumt. Ich habe ein paar Bäume weggemacht. Ich überlege, ob wir jetzt ein bisschen vielleicht Ordnung machen sollen. Nö, machen wir einen anderen Mal. Ich guck mal kurz auf den Kalender, wie es denn aussieht. Jetzt haben wir eine lange Durststrecke wieder. Felicity hat dann Geburtstag und dann ist das, oh Gott, das Beekeeping Festival. Da werde ich auf jeden Fall schon mal nicht gewinnen, weil mein Honig hat immer nur einen halben Stern. Ich kümmere mich dann nicht so richtig drum. Und da ist auch schon dann das Musikfest. Huiuiui, da ist ja einiges, was wir machen können. Da, da, da. La, 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 la. So, dann... ich muss erstmal schlafen gehen, bevor ich hier was gieße. Ich dachte, ich wäre schon schlafen gegangen, aber war ich natürlich nicht. Jetzt gehe ich mit der Gießkanne ins Bett, kann man ja mal machen. So, Mitsoseki. Guten Morgen, Yume, ich komme nun rein. Was? Soseki scheint eine Person zu sein, denen das asiatische
Haut, genau, die in das asiatische Haus eingezogen ist, welches wir gebaut haben. Gute Neuigkeiten, Junge, wir haben einen neuen Bewohner im Dörflein. Ich habe ihn hergebracht, um ihn dir vorzustellen. Du kannst nun reinkommen. Das Soseki. Hallo. Ah, du musst Yume sein. Ah. Elf up to your reputation. You are so wonderful. Okay. Er schaut zu uns hinauf. Wir sind doch sehr jugendlich. Wie meint er das? Ah, tut mir leid. I'm getting ahead of myself. You just dazzled me with your brilliance. Okay, ich glaube, er ist sehr begeistert von dem, was wir da gebaut und geschaffen haben. Er ist von unserem Wirken sehr beeindruckt. To come out and speak my mind and I get frazzled. Don't pay me any mind. Okay, er wollte einfach nur herkommen und mir seinen Respekt zollen und wir sollen nicht zu sehr drüber nachdenken. Es ist einfach gut, was wir gemacht haben. Mein Name ist Soseki. Schön, dich zu treffen. This town is a wonderful place. Nothing very happy living here. Okay, er meint, dass das Dorf hier ein wirklich schöner Ort ist. Wir können es vielleicht sogar langsam Städtchen nennen. Es gibt keine unnötigen lauten Geräusche. Und er denkt, er wird hier sehr glücklich sein, wenn er hier lebt. Und ja, Daniel haut wieder seine Phrase raus. Das ist alles, was er sagen wollte. Und bla bla bla. So. Okay, let's all get along, shall we? See you again soon. Okay, wir sollten alle gut miteinander auskommen. Wir sehen uns dann später mal. Und der Soseki ist sogar ein Heiratskandidat. Sehr interessant. Gut. Der Soseki. Wir können ja gleich mal einen Peek wagen, was Soseki so mag. Eine neue Person ist nun in der Stadt. Hoffentlich werden wir gute Freunde. Der Soseki. Und es regnet heute sogar. Das heißt, ich muss sogar die Blätter nicht gießen. Das finde ich mal ganz ehrenhaft. So, Soseki. Da ist er. Ah. Gut aussehender junger Mann. Er mag Eel Rice Bowl am allerliebsten. Ich glaube, das kann ich sogar machen. Wenn ich jetzt wüsste, bei Reisrezepten, Fried Ice Bowl hier vielleicht, habe ich das? Hier, kann ich sogar kochen, wenn ich Reis habe. Perfekt. Und ich habe auf jeden Fall Aal. Ich guck mal, wie viel Aal ich überhaupt. Oder ich räume mal ganz kurz beim Kühlschrank ein. Da gibt es bestimmt einiges. Ah, nee, die Milch, Jackenmilch jetzt nicht. Aber hier so ein paar Walnüsschen können rein. Bambussprossen. So, na gut, dass ich meinen Aal immer aufgehoben habe. Aber meistens jedenfalls. Ich habe auf jeden Fall noch welchen über. 7-mal Aal. Okay, er kann 7-mal Eel Rice Bowl haben, der liebe Soseki. Da haben wir auf jeden Fall dann ganz viele Freundschaftspunkte schon bei ihm. Frage ist, wann er natürlich auch noch Geburtstag hat. Das steht hier bestimmt auch auf der Seite, die ich gerade offen habe irgendwo. Da! Am 24. Frühling! Das ist ja schon bald. Das ist sehr bald. Oh, da muss ich ihm auf jeden Fall bis dahin eine Aalreisschale machen. Dann kriegen wir super viele super viele Freundschaftspunkte. So, warte mal, Yumi. Looking for Music? Ah, stimmt, da war ja was. Die gibt's ja auch noch, die beiden. Hm? Ja? Ah, ich habe eine Nachricht für dich, Yumi. Alice hat mich dazu angeordnet, wieder mal ein paar Musikstücke zu verstecken. Oder, um genau zu sein, eins. Das war ganz schön anstrengend. Naja, wenn du sie findest, sammle sie ein. Viel Glück bei der Suche. Ich gehe mal stark davon aus, dass jenes Musikstück bei Soseki versteckt sein wird. Okay. Was haben wir heute für einen Tag? Wir haben Tuesday. Das heißt, ich kann theoretisch Reis einkaufen gehen. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie lange verdammt nochmal Reis zum Wachsen braucht. Und ehe ich meinen eigenen Reis hier mal endlich fertig habe, hole ich mir einfach bei Hannah ein bisschen was und dann beschenken wir Soseki. So, und es gibt neue Kleidung bei der lieben Yuri. Oh, das müssen wir auch dringend mal machen, liebe Freunde. Gute alte Kleidung, Mensch. Ich habe immer noch nur dieses eine Outfit hier. Das ist doch langweilig. Guck mal. So, ich muss hier auch wieder schön düngen. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Habe ich noch einen kleineren Stack? Ja, hier. Machen wir erstmal den einen Stack alle, bevor wir den anderen anfangen. So. Die Gurken sind inzwischen sogar von der Qualität schon ziemlich gut. Ich glaube sogar schon bei 2 Sternen oder darüber hinaus sogar schon. Wir gucken mal. Cucumber. 2 Sterne.
Also damit gewinne ich auf jeden Fall ein Beginner, also ein Anfängerfest. Das kann sich sehen lassen. Guck mal. Vielleicht werden sogar noch bis zum Ende des Monats 2,5 Sterne. Das wäre ganz cool. So, was gibt's denn hier noch so Schönes? Hallo. Na, ihr habt hier Hunger? Ich muss mich natürlich auch erstmal hier um euch alle kümmern. Da könnt ihr heute ja nicht rausgehen und draußen rumtollen. Aber das ist okay. So, wie geht's euch denn allgemein so? Mir tut's leid, dass Kibo nicht gewonnen hat. Dabei, guck mal, 3,5 Herzen. Da wäre doch was drin gewesen, oder? Wir hatten bestimmt einfach nur Pech. Ich denke mal, dass Kibo auch so potenziell gute Gewinnchancen gehabt hätte. Aber so, es gibt dann so einen Graubereich, wo man auch ein bisschen Glück hat, dass man gewinnt. Und ich denke mal, mit 3,5 Herzen kann man definitiv in der Anfängerklasse potenziell gewinnen. Aber naja, es sollte einfach nicht so sein. Passiert. So. Dann kümmern wir uns mal hier um alle. Schrupp, schrupp, schrupp. Dann würde ich sagen, wir nehmen es uns auch als Ziel. Ich weiß gar nicht, ob heute der Taylor Shop offen hat. Der Taylor Shop offen hat. Boah, ich bin voll die Sachsen, ne? Das ist voll schlimm. Man hört voll, dass ich aus Sachsen komme. Ja. Guck mal gleich. Packe ich diesmal vielleicht sogar ein bisschen Kleidung ein. Ich habe ja hier nebenbei Village Shops. Wo ist denn der Taylor? Da, Taylors. Guck ich mal, wann der offen hat. Okay, das hat auf jeden Fall offen. Das hat nur an 3 Tagen offen. Okay. Daran liegt es vielleicht, dass die liebe Juri nicht so oft offen hat. Wenn es wirklich nur 3 Tage sind, das ist nicht sehr viel. Aber heute, wie gesagt. Da wird ich im Laufe der Folge auf jeden Fall ihr noch einen Besuch sie besuchen. Mal gucken, vielleicht holen wir uns das eine oder andere Outfit. Wäre doch mal eine coole Überraschung, mal eine coole Abwechslung. Weil das hier, was ich jetzt hier gerade trage, das trage ich ja schon jetzt über ein Jahr. Und die Kleidung, die stinkt schon, ist schon Motten zerfressen. Und wir brauchen mal was anderes, was Frisches. So, aber erstmal altbekannte Tierpflege. Darf natürlich nicht fehlen, ne? Ich habe übrigens nochmal nachgelesen. Ich habe ja hier auch so eine große Crop, also hier die große Rübe bekommen. Bringt einfach noch mehr Geld. Du kannst, wenn ich versuche, daraus Saat zu machen, bekomme ich da einfach ein bisschen mehr Saat raus als normal, aber ist jetzt nichts Besonderes Nennenswertes. Also es lohnt sich jetzt nicht, das irgendwie aufzuheben. Das war eine große Rübe. Oder irgendwas habe ich schon groß bekommen, das weiß ich noch. Oder großen Kohlkopf war das, glaube ich. Ja, am besten einfach verkaufen und das war's. So. Bitteschön, oder Dankeschön, eher gesagt. So, und jetzt noch hier einmal. Du. Und fertig. Ach ja, das Klöckchen muss ja auch noch geringelt werden, damit ihr euch etwas wohler fühlt. Ich weiß nicht, ob es auf lange Sicht was bringt, aber meine Güte, ich mache es einfach. So. Sehr schön. Und bei euch so? Bingelingeling, bimmelingeling. Sehr schön. Jetzt müssten aber soweit... Boah, jetzt habe ich ja alles zugestellt. Ich bin so doof. Jetzt müssten ja aber alle jetzt voll und ganz zufrieden sein. Sehr schön. Gut. Dann noch ein kurzer Blick zu den Hühnern, dann noch zu meinen beiden Hundchen und dann haben wir das Wichtigste geschafft. Dann gucke ich mir nochmal meine Saat genauer an, also meine Felder. Hier scheint ja alles soweit okay zu sein, aber drüben muss ich gucken, ob vielleicht was fertig ist. Guck mal, ihr braucht Futter. So, und da habt ihr Knuddelpower. Ich spiele leider nie mit euch, aber ich hoffe, ihr bekommt trotzdem irgendwann mal Herzen. Mal gucken. Aber naja, mehr Tiere werde ich eh nicht groß haben. Zur Not tue ich mir einfach noch ein drittes Tier, was noch ein bisschen mithilft. Und dann ist gut. Ich habe da jetzt bei den Haustieren nicht so hohe Ansprüche. Außer es gibt irgendwie noch einen Haustierwettbewerb. Das würde die Sache vielleicht noch verändern. So... Jetzt habe ich gestern noch eure Eier eingesammelt, ne? Ist oft so, ich kümmere mich um die Tiere mal draußen, aber vergesse dann irgendwie noch mal reinzugehen und die Eier einzusammeln. Was natürlich ziemlich doof ist. Aber okay. Dafür habe ich heute doppelt so viele. Ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Ich weiß aber nicht, ob ich Ich glaube, es gibt nämlich auch wieder hier Freundschaftspunkte oder Zuneigungspunkte, wenn ich die Eier auch einsammle. Auf die haben wir natürlich schon jetzt dadurch verzichtet. Ich habe mich verschluckt.
Ich trinke mal ganz kurz was. Huiuiui. So. Die beiden sind auch ziemlich gleich auf. Aber hey, guck mal, Linda bringt sogar schon 4 Eier. 4 Eier, krass. Wir haben jetzt momentan 7 Eier pro Tag. Das ist viel. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe, aber guckt mal. Vielleicht waren die Bäume doch nicht ganz ausgewachsen. Ich habe keine Ahnung, aber wir haben jetzt auf jeden Fall auch Kirschbäume. Kirschen. Ich habe sogar schon Kirschen verkauft, in Hoffnung, dass ich dafür eine Kiwi kriege. Aber ich glaube, das Angebot, das war nur temporär. Keine Kiwis für mich. Ach, hier unten würde ich ja gerne auch noch düngen. Dünger, hier ist er ja. Wenn wir einmal dabei sind. So. Die Bäume müssen relativ schnell wachsen. Vielleicht habe ich sogar Glück und wir können im Sommer dann direkt auch wieder was hier ernten. Das wäre formidabel. Guck mal mal. So, wie sieht es hier oben aus? Es wächst, es wächst. Ich habe hier noch ganz viele Kartoffeln angebaut. Jetzt war es fertig. Da kann ich ja, wenn ich lustig bin, gleich eventuell auch noch Reis kaufen. Oder nochmal Lotuswurzeln. Saat. Muss ich mal gucken, wie ich Bock habe. So, aber der Rest scheint hier noch voll im Wachstum zu sein. Oder ich pflanze noch ein paar Sojabohnen an. Das würde natürlich auch gehen. Guck ich mal. Wir gehen jetzt erstmal zu Hannah. Zu Hannah. Ach nee. Bevor wir zu Hannah gehen, gucke ich noch hier wegen Stoffen. Wir wollen ja auch noch die Juri besuchen gleich. Ich darf ja nichts vergessen. Ja, okay. Jarnball. Leinen. Pluglauf. Mach ich mal noch 2 Stück. Tada! Und dann nehme ich jetzt mal einen ganzen Schwung an verschiedenen Textilsachen mit. In der Hoffnung, dass wir uns irgendwas Schickes davon kaufen können. Gucken wir einfach mal, ne? Ist ja doch, okay. Und jump. Ich habe noch genug Platz im Inventar. Ach, guck mal ganz kurz. Ja, sieht okay aus. Da klatsche ich mir das Inventar jetzt voll mit Wolle und anderen Stoffen. Wir hoffen mal das Beste. So. Remove items from storage. Ich würde gerne was raus. Ich nehme Flachs raus. Raw Cotton brauchen wir nämlich auch manchmal. Man denkt es nicht. Ich nehme mal auch noch so pure Wolle mit. Ich weiß nicht, ob wir für irgendwas pure Wolle brauchen. Alpaka-Wolle nehme ich mal auch mit. So, okay. Dann guck mal hier. Yarnball nehme ich mit. Cotton Fabric. Leinen. Noch mehr Leinen. Roter Stoff. Grüner Stoff. Blauer Stoff. Noch irgendetwas Sinnvolles, was ich eventuell mitnehmen könnte. Daunen habe ich noch. Ich denke, das reicht so, ne? Vielleicht können wir uns davon ja 1, 2 schicke Kleidungsstücke gönnen. Okay. Dann auf geht's, etwas Shopping. Aber erstmal zu Hannah und dann zum Taylor Shop. Zu Juri. Juri war ihr Name. Ich könnte ihr eigentlich noch. Was mache ich denn da? Ich muss Juri doch noch eine Kräutersuppe mitbringen. Ich bin doch eine gute, oder? Oder? Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas bringt, sich mit dir anzufreunden, aber. Ist doch okay. Komm, Kräutersuppe ist doch drin. So, wo haben wir es denn? Hier ist das doch, oder? Herbsoup. Hab ich irgendwo. Ja, komm, hier 5-mal Kamille. So, was auch immer das ist. Auf jeden Fall ist es jetzt Kräutersuppe. Egal was drin war, es ist jetzt eh einfach Kräutersuppe. Da freut sie sich auf jeden Fall drüber. Können wir uns gut mit ihr anfreunden. Und den Reis darf ich jetzt aber auch nicht vergessen. Einige Sachen auf jeden Fall, die ich bei Hannah jetzt kaufen möchte. Ich hätte mir vielleicht lieber eine Einkaufsliste machen sollen. So. Hallo, Hannah. Oh. Hallo, willkommen im General Store. You come back to do. Wir nehmen... Na komm, 2-mal Sojabohnen, was soll's. Und es gibt nämlich sogar jetzt auch Orangensetzlinge. Aha. Für Winter ist die sogar, okay. Gut, haben wir jetzt bald auch noch einen Orangenbaum. Warum nicht? Bergamot, Chimichi, Sickle. Gibt's auch irgendwas hier? Ein bisschen Erde nehme ich noch mit. So, das reicht erstmal hiervon. Kaffee, Trüffel,
Ich kann auch generell mal so ein paar Kochsachen mal mitnehmen. Ich wollte einfach erstmal ein bisschen Reis. So. Mehl kann ich ja selbst machen. Ich glaube, Breadcrumbs kann ich vielleicht auch selbst machen, aber was soll das? Ich kaufe einfach mal, ich weiß nicht, 20 Stück. Öl hole ich auch mal 20. Chili. Pepper ist schon teuer, ne? Da kaufe ich erstmal nur 10. Currypulver ist auch teuer. Boah, ich bin dann bald wieder arm. Muss ein bisschen aufpassen. Kaufe ich auch erstmal 10. Boah, Trüffel. What? Nee. Hiervon mal 10. Und Kakao ist mal am besten gar nichts. Dass ich ein bisschen was an Zutaten habe, dass ich auch mal spontan noch schnell was kochen kann für irgendjemanden. So, jetzt habe ich aber relativ viel Geld da gelassen. Jetzt muss ich gucken, ob ich noch genug Geld für verschiedene Kleidung habe. Das war jetzt eigentlich ziemlich dumm von mir. Aber okay, ich bin ja nicht dafür bekannt, dass ich sonderlich intelligent bin. Gut, schauen wir mal vorbei. Okay, dann gucken wir mal, was wir mir jetzt für Kleidung holen. Allerdings gucken wir auch erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Yume Let's Play Harvest Moon, a new beginning. Bye!